tue das nochmal testen jetzt kurz. Ja? Ja. Das ist jetzt recht weit unten. Da könnt ihr natürlich ein bisschen weiter aufhängen. Ach, das ist. Ach, so geht's. Radio Freiheit ist selbstverständlich nicht kommerziell und werbefrei. Es ist so wie alle, versteht sich so wie alle freien Radios weltweit als eine Art Gegenöffentlichkeit. Da was herpick. Ja? Den Text. Da schaue ich natürlich immer wieder da an, wieso. Ich meine, das ist kein. Das Bild ist einfach nicht ideal. Ich meine, wichtig, wäre schon ganz schön, wenn du irgendwie das goldene Dachl oder irgendwie die Nordketten oder irgendwas drauf hättest. Ich meine, machen wir einfach jetzt mal eine Probe. Ich meine, dass wir ausgerechnet in der Zeit da drehen müssen, Licht hin und her, wenn da der Verkehr ist. Er fährt jetzt da durch. Mann, nein. Begonnen hat alles in den späten 80er Jahren mit einem beratenden Sender, Radio Radiator. Radio Freirad Innsbruck 105,9, wie es ganz korrekt heißt, sendet mittlerweile seit 20 Jahren, davon 10 Jahre legal. Was ist Radio Freirad? Ein freies Radio, eine freie Radio-Community mit offenem Zugang. Offener Zugang heißt, dass die Menschen ihr eigenes Programm selber gestalten können. Genutzt wird es von verschiedenen Kultur- und sozialen Initiativen, von NGOs, aber auch von Privatpersonen, die ihre Community mit regionalen, aber auch mit internationalen Informationen versorgen. Radio Freiheit ist selbstverständlich nicht kommerziell und werbefrei. Es versteht sich wie alle freien Radios weltweit als Medium der Gegenöffentlichkeit. Das heißt, dass Themen und Vorkommen, die im kommerziellen Radio oder im Privatradio zu kurz kommen oder verschwiegen werden. Was gibt es noch zu sagen? Dass mir jetzt heiß wird da drin und ein bisschen unkonzentriert werden. Ich habe mich dafür interessiert, einen Sender zu basteln. Also nicht einen Empfänger, nicht irgendein Radio, sondern einen Sender. Und da hat man gewisse Bauteile braucht. Und dabei habe ich darauf gekommen, dass die gar nicht so einfach zum Auftreiben sein. Und dann hat mir irgendwer gesagt, in Wien gibt es da ein Treffen, wo Leute Radio machen. Ich weiß nicht mehr genau, 87, 88, sowas. Ja. Und bin dann nach Wien gefahren, um eben an so ein Elektrobauteil aufzutreiben. Und das war in Wien gerade die Zeit, wo sie mit dem Piratenradio angefangen haben, wo da die Diskussion war, dass Österreich das letzte Land ist, wo es ein Rundfunkmonopol gibt. Also nach Albanien. Ich glaube, Albanien ist gefallen gewesen, gerade zu dem Zeitpunkt. Und da waren die Wiener Piratenradioszene, die hat schon angefangen gehabt, da waren schon recht viele Leute. Und da ist dann irgendwie viel weniger um Sendebauteile gegangen, sondern wie man Piratenradio macht und wie man die gesetzliche Situation ändert in Österreich. Und das hat mich dann angefangen zu interessieren und da bin ich in das Ganze dann reingekommen. Ja, wir waren ja damals an der Universität politisch sehr aktiv. Das war Ende dieser Wackersdorf-Zeit und gab es ja auch Gruppen in Innsbruck, vor allem rund um die Universität oder in der Universität, die eben versucht haben, sozusagen mit diesem Konzept Gegenöffentlichkeit ein wenig umzugehen, sich eher aus dem politischen Grund dafür interessiert haben, wie kann man auch andere Meinungen als die monopolisierte Meinung unter die Menschen bringen. Und Zeitung machen war ein Zugang, den haben wir auch gewählt, wobei der halt extrem teuer ist, weil die Produktionskosten sehr hoch ist, und darum haben wir uns dann relativ schnell auch für Radio interessiert, weil Radio natürlich, wenn man da mal diesen Sender und das alles hat, es relativ einfach ist, Informationen weiterzubringen. Jedenfalls haben wir uns das alles sehr einfach vorgestellt. Jeder Radiopiratenbeitrag hat eigentlich aus drei Beiträgen bestanden. Einer davon war von den Leuten vom Haus am Hafen, die vor allem Kultur, Musik gebracht haben. Dann die politischen Beiträge sozusagen da
um einen Uwe und dann der Hermann und ich, wir haben sehr viel Beitrag gemacht, wo wir irgendwo auf die Medienrechtssituation in Österreich aufmerksam gemacht haben. Wir wollten einfach, dass das Monopol fällt und haben eher Sendungen in die Richtung produziert. Und das ist dann aufgenommen worden auf eine Kassette, wo dann jeder gewusst hat, wie lange Zeit hat. Die Sachen sind zusammengeschnitten worden und dann ist ihm ausgemacht worden, wer das dann senden geht, weil man hat ja recht weit weggehen müssen, damit dann die Funküberwachung nicht erwischt und die Sender konfisziert werden. Und das ist dann so ein bisschen im Radl rundum gegangen, wer jetzt zuständig war für das mühselige Sendung abstrahlen. Naja, wir haben immer Freitagabend gesendet, das muss man erstmal unter die Leute bringen. Das haben wir damals über Plakate und Aufkleber natürlich sehr stark, vor allem über die Uni, weil wir gedacht haben, das ist sozusagen das Umfeld. Und dann war klar, wir haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit, in der wir, wenn wir weit genug weg sind und hoch genug sind oder versteckt genug sind, es braucht, bis sie uns wirklich konkret geortet haben. Und das haben wir eben probiert mit diesen halben Stunden, im halben Stundenrhythmus, wo man, wenn man Musik macht und Textbeiträge natürlich nicht allzu viel unterbringt. Und auf das haben wir uns aber verständigt. Ende der 80er Jahre starteten in Österreich die ersten Piratinnenradios mit dem Ziel, das Rundfunkmonopol des ORF zu brechen. In Tirol sendeten seit 1989 verschiedene Gruppen mit dem Piratinnensender Radiator ein wöchentliches Programm. Die Funküberwachung, die mit der Kontrolle des Äthers beauftragt war, ging stark gegen die Aktivistinnen vor. Ihr Ziel war es, die Piratinnen aufzuspüren und zu verfolgen, um so das illegale Senden zu unterbinden. Anfangs wollte die Funküberwachung Geldstrafen verhängen. Da aber nie einer der Piratinnen gefasst wurde, entschloss man sich später, das Signal von Radiator einfach mit einem anderen Sender, vorzugsweise Radio Maria, zu überlagern. Ja, die Uni Dach war auch so ein guter Standort, weil man natürlich von oben runter, also Bruno Sanderhaus, konnte man rundum die ganzen Straßen sehr, sehr genau beobachten. Man hat also genau gesehen, wenn jemand zufährt. Die Möglichkeiten auf der Uni, da bei mir zu Hause, da kannten wir uns auch aus, wie man wegkommt wieder, wenn man sieht, dass die Funküberwachung kommt. Also es war ganz gut. Das, was wir halt auch viel machen mussten immer wieder, war auszuprobieren, wie weit man es überhaupt hört. Also oft waren es ja so Tests, wie weit in Innsbruck hört man das, weil die Lage im Inntal ja doch ein bisschen, gerade am Anfang mit unseren doch nicht immer ganz optimalen Antennen und auch Sendeleistungen, muss man eben aufpassen, dass man möglichst viel von der Stadt beschallen kann. Und das war oft auch Test nur, ne, dass wir ausprobiert haben, wo hört man es noch und wo hört man es nicht mehr. Auf der Uni war es angenehm. Die Uni, da haben wir zum anderen also Gespräche mit dem Rektor damals gehabt, die das offiziell nicht unterstützen konnten, aber ansonsten sozusagen das Ganze sozusagen schon sehr wohl unterstützt haben und uns da auf alle Fälle nichts in den Weg gelegt haben. Das waren für die Gründe, warum wir vom Unidach überhaupt senden konnten, weil sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Schon in der Beratinnenzeit führten die Aktivistinnen verschiedene Kulturprojekte durch. Freirad beschäftigte sich vor allem mit Kinderradio und mit Literaturprojekten. So wurde zum Beispiel in Innerfilgraten, in St. Johann in Tirol, in Hall, in Reute, wurden Sendungen und Programme mit Kindern erarbeitet, die dann illegal gesendet wurden. Des Weiteren gab es verschiedene Literaturprojekte, wie zum Beispiel Almrauschen oder Literaturkartierung. Almrauschen oder Literatur. Fuck! Sorry. Bei Literaturprojekten wie Almrauschen oder Literatopkartierung waren Autoren wie Kurt Landthaler, Franz Sobel, Helmut Schönauer oder auch Musiker wie Bertel Mütter illegal im Radio zu hören. Diese Projekte wurden natürlich teilweise von der öffentlichen Hand finanziert, das heißt also ein illegales Senden mit öffentlichen Geldern. Bei diesen Projekten ist es Freirad natürlich gelungen, sich schon Jahre vor dem offiziellen Sendestart sich als Kulturinitiative in Tirol zu positionieren. Denn seit zwei Wochen sendet das Piratenradio Stromboli. Jeden Tag gehen pünktlich um 14 Uhr Kinderstimmen über den Äther. Die
Die Aktion ist, ohne zulässige Frequenz, streng genommen ein gewagtes Unternehmen. Also ich glaube, dass viele Leute es nicht so richtig, wie soll ich sagen, überreißen, was wir da wirklich machen. Und das ist eigentlich auch gut so. Und wie gesagt, streng genommen, aber so streng nehmen wir es nicht. Also die freien Medien haben es eigentlich eröffnet für Kulturinitiativen oder auch anderen Gruppierungen, die Meinungsäußerung tätigen wollen für ein breiteres Publikum, sich mit Projekten in der Öffentlichkeit bemerkbar zu machen, in der größeren Öffentlichkeit bemerkbar zu machen, was ansonsten sehr schwierig ist. Und gerade im Kulturbereich, im Kunst- und Kulturbereich stellen freie Medien, in Tirol war eben so als Pilotprojekt, also Pionierprojekt das Freie Radio, ganz wichtig, um auch die Projektarbeit, Kulturarbeit vor Ort in den Regionen mal aufzuzeigen, auch dem Öffentlichkeit zu geben. Und da haben sich wunderschöne Projekte im Laufe der Jahre entwickelt, das sicher dank Freirad sehr wesentlich unterstützt wurde. Ja, in den frühen 90er Jahren versuchte Freirad nun zusammen mit dem Verband der Freien Radios Österreichs nun auf legale Weise eine Liberalisierung des Rundfunkgesetzes in Österreich zu erreichen. Die Freien Radios erreichten federführend mit Radio Agora in Kärnten eine Verurteilung der Republik vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Österreich wurde somit gezwungen, Privatradios zuzulassen. Und trotz des koordinierten Vorgehens der Freien Radios dauert es aber doch relativ lange, bis dann wirklich Lizenzen vergeben wurden. Von den damals 12 freien Radios gingen 1998 8 auf Sendung. Radio Freirad in Innsbruck ging bei der Lizenzvergabe damals leider noch leer aus. Die anderen freien Radios haben ja gesagt, wir seien ein kulinarisches Projekt, weil bei uns war ein ziemlich wichtiger Bestandteil dessen, dass wir uns ja doch regelmäßig getroffen haben. Da haben wir uns meistens eben nicht in einem Restaurant getroffen, also in einem zum Trinken getroffen, sondern wir haben uns bei irgendjemandem daheim getroffen und es hat was zu essen gegeben. Bitte jetzt dann ungefähr eine Minute für einen Nurton, absolute Ruhe. Die Kamera läuft. Ich habe mich seit Beginn 90er Jahre damit beschäftigt, mit der Legalisierung von privaten Radios in Österreich. Und sehr großes Interesse also von mir und auch also von den Grünen war also damals, dass es also freie nicht kommerzielle Radios neben den kommerziellen Radios gibt. Weil uns oder mir immer so klar war, dass das also eine ganz wichtige dritte Säule ist in dem Medienbereich. Als Radio, das also erstens die Hörer also sehr stark also mitgestalten, als Radio, das also nicht durch Werbeeinnahmen indirekt doch in einer gewissen Form auch beschränkt ist. Da gibt es ja einige also Papiere dazu. Und deswegen haben wir also uns sehr stark alleweil also dafür also engagiert, auch freie, nicht kommerzielle Radio zu legalisieren. Aber insgesamt hat die Privatisierung vom Radiobereich, also überhaupt im von elektronischen Bereich in Österreich, also sehr lang und war sehr mühsam. Ich bin damals also von den Grünen nominiert worden für die Radiobehörde, das waren damals 20 Mitglieder. Und in der ersten, 1995, seien aber nur die landesweiten Radios vergeben worden. Da seien noch weder Lokalradios noch so Regionalradios, die sind nicht vergeben, sondern nur die landesweiten Sender. Und das waren immer in allen Ländern die...